Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir uns hauptsächlich hier im Stall von Marita umgesehen, aber auch noch hier ansonsten in der Ebene haben wir uns weiter umgesehen und dort einige Dinge erledigt. Und heute möchte ich es auf jeden Fall ganz gerne schaffen, ich weiß nicht, ob wir es wirklich hinkriegen, eventuell dann auch erst im nächsten Part, aber ich will es eigentlich schaffen, noch heute hier an diesen Ort hinzukommen, weil ich nämlich dort ganz stark eine Erinnerung vermute. Aber erstmal wollen wir uns hier noch ein bisschen weiter umgucken, hier in der Sobo-Ebene und hier noch einen Bosskampf machen gegen den Stahlhinox, der hier vor uns liegt. Aber man kann ja nur gegen die Stahlhinoxe kämpfen, lass mich die Wölfe eigentlich in Ruhe. Hoffen wir nicht, aber ich werde es einfach eh kurz dann gleich Nacht machen und dann werden die mich schon in Ruhe lassen, hoffe ich mal. Ich muss leider dafür wieder halt ein Holzbündel hergeben, obwohl ich gerade 21 habe, aber ich meine, ich brauche ja auch nur 20 und ich habe jetzt immer noch 20, deswegen das passt erstmal, würde ich sagen. So, dann natürlich auch noch einen Feuerstein. Moment, ich muss ihn nur finden. Da, 128 von denen habe ich, da kann ich gerne einen entbehren. So, ja, lass mich bitte in Ruhe. Dann mal kurz hier den Felsspalter vielleicht. So. Und zack. Okay, in Ruhe lassen. Ich will einfach nur... Achso, ich darf nicht, weil Feinde... Ne, sind ernsthaft jetzt. Okay, werde ich kurz halt die schnell umbringen müssen, leider, die Wölfe. Könnt euch bitte alle... Nein, hör auf. Warum musst du so schnell sein? Muss ich jetzt wirklich Pfeile benutzen für dich? Ich will euch keine Pfeile gegen dich benutzen. Sehr gut, okay, der ist tot. Und die anderen lassen die mich jetzt nicht in Ruhe. Genau, die hauen ab. Okay, gut. Dann... Ja, die sind doch schon weg, Spiel. Danke. Und zwar bis abends. Denn die Stahlhinoxe werden ja eben erst abends oder auch nachts oder so lebendig. Ich weiß nicht, ob jetzt 21 Uhr schon ausreichen wird, weil jetzt ist ja dann gleich 21 Uhr, genau. Reicht es schon? Oder noch nicht? Noch nicht offenbar, okay. Dann müssen wir noch ein bisschen länger warten. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen hier einfach durch die Gegend laufen. Und dann gleich mal hier wieder zurückkehren, um dann auf jeden Fall noch den fertig zu machen. Ich meine, das ist ja auch okay, weil... es ist ja, ich meine, die Nacht dauert ja schon relativ lange an. Also die Nacht hört ja, glaube ich, offiziell laut dem Spiel, wie wir im letzten Part oder so herausgefunden haben, offenbar um 4 Uhr morgens auf oder so. Und ab da beginnt dann quasi der Tag so ganz offiziell. Und so lange haben wir jetzt eben noch Zeit, uns hier umzusehen und das ist ja ganz in Ordnung, denke ich mal. Deswegen machen wir jetzt erstmal ein bisschen andere Dinge und dann werde ich gleich zurückkehren. Okay, aber die gibt es auch schon, diese Knochendinger. Nee, eigentlich müsste jetzt dann der Stahlhinox auch schon lebendig sein, wenn auch schon diese Knochentypen da sind. Genau, das ist auch schon. Okay. Habe ich eigentlich so einen schon mal fotografiert? Ich glaube noch nicht, oder? Nee, habe ich noch nicht, genau, da ist er. Kann ich auch schon aus großer Entfernung fotografieren. Gut. Was habe ich denn für Pfeile gerade? Ganz normale und Bogen, immer noch den Königsbogen. Hier, das passt eigentlich. Ich meine, so stark dürfte er jetzt auch nicht sein. Hallo. So. Und ja, das war natürlich exzellent damit daneben. Bam, das war schon besser. Okay. Dann gleich ein bisschen drauf auf dem. Das Schöne ist ja, dass seine Strategie sich ja ein bisschen ändern wird. Weil sobald wir ihm die Hälfte seiner Leben... Jetzt muss ich gegen den anderen Idioten auch noch währenddessen kämpfen. Das ist dein scheiß Ernst. Kannst du bitte... Was machst du für Bewegungen? Kannst du bitte jetzt verschwinden? Danke. So. Auf jeden Fall, das Coole ist eben, dass sich ja, wie gesagt, seine Taktik ab der zweiten Phase dann ändern wird. Weil dann ja sein Auge aus ihm herausploppt. Und wir das ja dann immer angreifen müssen. Ne? Das war auf jeden Fall beim letzten Stahlhinox so, den wir bekämpft haben. Das müsste also hier auch wieder der Fall sein. Aber stimmt, der schützt sich natürlich auch wieder. Ich habe leider keine Möglichkeit, meinen Zeitloop-Modus zu aktivieren. Deswegen ist es ein bisschen doof sogar. Was macht der eigentlich? Wow. Der reißt sich seine Rippen raus. Und wirft die jetzt auf mich. Die normalen Hinox, die holen sich ja immer Bäume oder sowas, aber der nimmt einfach mal seine eigenen Rippen. Das ist ziemlich heftig. Ich kann es mir ganz hinkriegen, leider. Und wie gesagt, ich habe ja auch wirklich keine Möglichkeit, meinen Zeitloop-Modus zu aktivieren, deswegen muss ich dann irgendwie anders hinkriegen. Ich nehme mal, einfach so einen schwirrenden Stern schon wieder hinten. Wow, ich nehme einfach einen Bombenfall so. Bam. Und das hat ihm gar nichts ausgemacht. Läuft einfach weiter. Trotzdem Bombenfall. Was? Warum ist der jetzt explodiert? Was zum Teufel? Irgendwie verstehe ich schon wieder gar nichts. Habe ich Mifas Gebet noch? Ja, okay, ich werde mal mich nicht heilen, weil ich dann wieder einfach Mifas Gebet benutze. Warum ist er gerade explodiert eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, warum das jetzt wieder passiert ist. Aber okay. Ich werde ihn dann gleich schon besiegen. Könnte ich mir einfach noch ein paar weitere Pfeile und werde dann gleich den so umbringen. So, okay. Dann nochmal. So, kabam. Und nochmal. Und kabam. Und jetzt mal noch einen normalen Pfeil und dann dürfte er auch schon tot sein. Nee, okay, ja, die machen natürlich deutlich weniger Schaden auch. Aber du würdest jetzt gleich sterben, oder? Komm jetzt. Jetzt kratz halt, du Idiot, jetzt kratz halt ab. Kann ich den irgendwo treffen? Nee. Kannst du jetzt bitte mal sterben? What da? Warum mache ich ihm jetzt keinen Schaden mehr? Muss ich den letzten Hit wirklich, muss ich da in sein Auge treffen? Ich meine, wir haben bisher noch nicht wirklich häufig gegen Stahlhinoxe gekämpft. Es ist sogar erst mein zweiter. Ich glaube, es ist sogar erst mein zweiter, ne? Deswegen, ich habe noch nicht wirklich viel Erfahrung gegen die. Okay, ich muss wirklich den letzten Hit auf sein Auge dann draufhauen. Und dann würde er erst sterben. Okay, wieder was gelernt. Na gut. So. Dann gib mal ein bisschen dein Zeug dann her. Übrigens, die Sternschnuppe ist hier hinten gelandet. Ja, wieder mal auf jeden Fall etwas sehr weit weg für meinen Geschmack. Aber so weit weg ist es eigentlich gar nicht, ne? Ich meine, ich könnte mich zu dem Schrein hinwarpen und mir die dann schnell holen. Das könnte ich sogar wirklich machen. Das werde ich, glaube ich, sogar da machen, ja. Auf jeden Fall, ich schaue mal erstmal, was der so alles hat. Da ist meine Waffentasche voll. Kann ich irgendwas wegwerfen? Ich könnte...
Hier das Chimären Großschwert, weil das hat, ich meine, das ist ja leicht kaputt. Aber andererseits will ich es eigentlich eher behalten, weil ich immerhin dann noch einen sehr, sehr starken Schlag damit ausführen kann. So eine Fackel, brauche ich so eine Fackel unbedingt? Ja, ich meine, ich habe auch viele Königsschwerter, ne? Da kann ich auch vielleicht. Ja, die sind aber alle nicht schlecht. Irgendwie fällt es mir aber ganz schwer, mich von Waffen zu trennen. Vielleicht die hier, die Elsternlanze. Aber die ist eh nicht so stark. Ich werf einfach die weg. So, okay. Und ich kann mal kurz gucken, was hat die für eine Stärke? 22? Ja, das ist gar nicht mal so gut. Aber ich habe, glaube ich, keine Elektronlanze mehr ansonsten, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, ich behalte dann die mal und den Rest lasse ich mal liegen. Das passt schon. Auf jeden Fall will ich jetzt zur Sternstube hingehen. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, auch wie lange so eine Sternschnuppe jetzt eigentlich genau da bleibt und wie lange ich den Sternsplitter einsammeln kann. Weil ich würde es nämlich eigentlich schon ganz gerne mich hier noch ein bisschen weiter zuerst umgucken. Weil das Problem ist eben, wenn ich mir jetzt die Sternschnuppe holen will, dann müsste ich danach den ganzen Weg hier wieder zurücklaufen und das alles dann nochmal von vorne erkunden, quasi. Deswegen würde ich mir die eigentlich jetzt erst dann am Ende der Nacht quasi holen. Ich weiß aber nicht, ob ich das dann noch rechtzeitig hinkriegen werde, wenn ich hier währenddessen noch alles andere mir angucken will. Versteht ihr? Und dementsprechend, ich werde die jetzt mal so ein bisschen sein lassen, dann können wir jetzt nämlich auch mal hier dann gleich austesten, ne? Wie lange so eine Sternschnuppe eben da bleiben wird. Ich glaube, es dürfte halt auch die ganze Nacht einfach sein. Sobald es aber halt offiziell Tag wird, was ja anscheinend eben, was ist das hier? Ist das ein Charakter? Ja, was ja anscheinend um 4 Uhr morgens der Fall ist, dann dürfte sie wahrscheinlich verschwinden. Naja, ich habe mich verirrt, sagst du? Oh, ne, Reisende, natürlich. Entschuldigung, weißt du vielleicht, wie man in die Gerudewüste kommt? Ja, weiß ich. Zum Glück habe ich dich getroffen. Ich hatte mich völlig verirrt. Jetzt kann ich auch etwas, jetzt kann ich auch etwas Nettes mit zurückbringen. Und zwar deinen Kopf. Wow. Jetzt ist aus mit dir. Das ist ziemlich brutal. Okay, nur wieder das Masterschwert kurz. So, wo hab ich's denn? Da ist es. Okay. Ach stimmt, ich will auch mal mit dem Masterschwert übrigens mal auch gleich was austesten, ne? Weil ich habe mir auch schon was. Hui, was cooles gesch. Na shit. Was cooles geschrieben, ne? Was mit dem Masterschwert denn noch so anstellen? Kann ich da mal austesten müssen. So, jetzt aber. Komm her. Nein, Mann, ich hasse das immer. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, wenn sie da so von oben runtergefallen kommen, sie dann zu erwischen. Aber ich bin da immer zu blöd dafür irgendwie. Aber die Rennattacke wieder ist auch in Ordnung. So, jetzt aber. Sehr gut. Nein, bleib doch hier. Bam und stirb. Okay. So, ein bisschen Zeug. Ich will jetzt mal kurz was testen. Und zwar, was ist denn? Da ist übrigens wieder Ildra. Kann ich schon am Schatten, oder? Nee, wo ist er denn? Ich kann seinen Schatten erkennen. Da, weil da auch der Mond ist, genau. Ja, auf jeden Fall, ich will versuchen, das Masterschwert zu werfen. Was passiert denn dann eigentlich? Genau, passiert einfach gar nichts. Dann schlägt er nämlich einfach zu, weil ich kann das Masterschwert nämlich gar nicht werfen. Weil das wäre ich ein bisschen doof, wenn ich das aus Versehen wegwerfen könnte oder so. Und das geht nicht. Aber wenn ich volle Herzen habe, habt ihr mir schon geschrieben, dann kann man da offenbar etwas Cooles machen. Und das werde ich dann mal austesten, wenn ich mal volle Herzen habe. Ich bin aber gerade zu voll, mich zu heilen, weil ich ja eh Mifas Gebet habe. Deswegen, ich lasse es dann erstmal. Und sobald ich aber dann wieder volle Herzen haben sollte, wenn sich Mifas Gebet aktiviert, dann werde ich das mal austesten. Ist hier irgendwo eine Eisenkugel oder sowas? Nee, wieder mal ist hier halt so ein Brunnen, der wieder ein bisschen auffällig wirkt, finde ich. Aber ich meine, ich habe ja offenbar nichts, was ich da reinwerfen könnte. Deswegen, dann lassen wir es halt erstmal. Ist in Ordnung. Will ich noch weiter nach oben gehen? Eigentlich nicht mehr, weil da oben sind nur noch so ein paar einzelne Bäume. Aber ich glaube, bei denen war ich sogar schon in der Nähe. Ich meine, hier bin ich ja schon ein bisschen nach unten gegangen. Das dürfte passen. Deswegen jetzt können wir wieder ein bisschen weiter hier nach unten zurückgehen und dann eben langsam hier in die Nähe von diesem Ort hier begeben, den ich mir markiert habe. Wo dann eben hoffentlich eine weitere Erinnerung auf uns warten wird. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt mal nicht mehr zur Sternstuppe hingehen, auch wenn ist es verschwendet. Ich weiß, ich sollte eigentlich hingehen, das ist mir schon klar. Aber irgendwie bin ich da auch im Let's Play zu faul, das zu machen. Ich meine, wie gesagt, die kann man sich ja auch zumindest halbwegs effizient farmen, diese Sternsplitter. Und das werde ich dann auch später vielleicht mal machen. Und das ist mir eigentlich fast lieber, als die im Let's Play zu holen, weil ich da halt wirklich immer sehr, sehr weit weggehen muss von meinem eigentlichen Weg. Und deswegen werde ich das, glaube ich, wirklich so machen, dass ich die dann eher immer mir farmen werde. Und wir können halt jetzt eben mal austesten, dass ich das für später, wenn ich sie farme, dann auch weiß, wie lange die denn eigentlich da bleiben. Dass ich dann, wie gesagt, da eben genau Bescheid was drüber. Bam. So. Oh, eine Fee. Eine Fee. Hier ist einfach so eine Fee gewesen. Cool. Nein. Geh weg. Ich meine, andererseits, wenn ich getroffen hätte, wäre es nicht so schlimm, weil ich dann eben austesten könnte, wie das auch mit den vollen Herzen vom Masterschwert ist. Aber ich meine, ich werde bestimmt noch in dem Part irgendwie Schaden nehmen. Und dann wird sich Mifas Gebet aktivieren und dann wissen wir es ja auch automatisch. Bam. So. Auf jeden Fall bin ich hier bei dieser Baumgruppe. Kann ich denn hier irgendwas Tolles entdecken? Da hinten ist so eine komische Felsformation. Ist bei der irgendwas? Also, okay, das sind keine Felsen, das sind Baumstämme. Sah irgendwie aus der Ferne aus wie Felsen. Aha, hier ist was. Denn hier solche Eicheln soll man ja abballern. Wenn nicht mit Bomben fallen, mit normalen Fallen einfach. Sehr schön. Ein weiterer Croc. Yay! Okay, sehr schön. So, jetzt haben wir auch schon 3:30 Uhr und ich glaube eben, wenn es dann 4 Uhr morgens wird, dann
dürfte eigentlich die Sternschnuppe oder halt dann der Sternsplitter eben verschwinden. Und ob dem wirklich so ist, das werden wir jetzt dann gleich noch sehen dürfen. In wenigen Sekunden dann schon. Nachdem wir uns erstmal dann noch dieses Baumgebiet hier, diese Baumgruppe angesehen haben. Und wir gucken, was wir hier so alles finden können. Auf jeden Fall gibt es hier wirklich einige Früchte. Ja, gut, ich meine, Pilze sind keine Früchte. Aber halt einiges an Zeug, was man sich hier mitnehmen kann auf dem Boden immer. So, jetzt ist sie noch da. Und jetzt um 4 Uhr ist sie immer noch da. Okay, dann verschwindet die doch nicht um 4 Uhr, sondern vielleicht doch erst dann ein bisschen später nochmal. Vielleicht doch erst um 5 Uhr oder um 6 Uhr oder noch später, keine Ahnung. Aber irgendwann wird die schon, ach, sieh's mal, irgendwann wird die schon verschwinden. Ich wollte jetzt nur nach oben klettern, weil ich da einen Pfeil gesehen habe. Und ich habe eigentlich gar nicht gedacht, dass da oben etwas wäre, aber doch, da ist einfach so ein Croc. Ja, das ist ja echt fies, weil den kann man ja wirklich erst sehen, sobald man hier auf das Haus hinaufklettert. Oder Haus ist übertrieben, auf diese kleine kaputte Hütte hier. Sobald man da hinaufklettert. Aber im ersten Moment kommt man da nicht unbedingt drauf, weil man nicht erwartet, dass da oben irgendwas Besonderes sein würde. Deswegen, das ist ziemlich fies tatsächlich, dieser Croc hier. Also bin ich froh, dass ich den mitgenommen habe. Und die Sternschnuppe ist sogar noch immer da. Das ist echt interessant, finde ich. Kabam! Ja, ich lasse mal den am Leben, ich bin jetzt zu faul, den zu besiegen. Das passt schon. So, ja, eigentlich will ich mich jetzt hier so ein bisschen eben in Schlangenlinien nach unten vorwagen. Sprich, ich will eigentlich diese Baumgruppe hier, also die da, glaube ich, mir als nächstes angucken. Da ist wieder ein böser Wolf. Der lässt mich, glaube ich, nicht in Ruhe, ne? Ich glaube, der verfolgt mich jetzt. Ich werde versuchen, dem so ein bisschen auszuweichen. Weil ich eigentlich keine Lust habe, jetzt gegen den großartig zu kämpfen, weil ich eigentlich einfach weiterlaufen will und noch mehr Crocs finden will. Denn bisher haben wir auch schon wieder eine relativ gute Croc-Ausbeute in dem Part, wie ich finde. Was ist da hinten? Okay, das ist diesmal wirklich ein Leune. Nicht einfach wieder ein Bockblin auf Pferd, wie ich das schon mal dachte. Nee, das ist wirklich ein Leune. Ja gut, dann machen wir wieder einen Leunenkampf gleich. Warum denn nicht? Und, ja, ich werde mich, glaube ich, wirklich nicht heilen. Jetzt erstmal gegen den, weil sich dann nämlich eh gleich Mifas Gebet aktivieren wird. Und das ist eigentlich ganz geschickt so, weil normalerweise würde ja eine Attacke von ihm mir halt, weiß nicht, 5 bis 10 Herzen oder sowas abziehen, keine Ahnung. Aber so zieht sie jetzt quasi nur ein Dreiviertel des Herz ab, weil ich ja gar nicht mehr habe. Ne? Aber ich habe ja noch Mifas Gebet, deswegen das ist eigentlich in Ordnung, so finde ich. So, hier oben ist aber nichts. Ich will noch kurz umgucken, ob ich hier noch sonst irgendwas entdecken kann. Kann ich nämlich. Hier ist nämlich sogar nochmal ein Croc. Kann ich es eigentlich auch kaputt schlagen? Kann ich auch, okay. Ja, auf jeden Fall schon mal eine schöne Ausbeute bisher. Schon einige Crocs mitgenommen. Dann obendrein können wir noch einen Leunenkampf machen und dann auch eine Erinnerung eventuell haben. Also wenn dem wirklich alle, also wenn das wirklich alles noch so sein wird und wir es alles noch schaffen, wäre das ja ein höchst erfolgreicher Part, wie ich finde. Und jetzt ist die Sternschnuppe aber übrigens weg. Dann ist sie jetzt offenbar um 5 Uhr oder irgendwie sowas verschwunden. Okay, alles klar. Gut. Ja, hallo? Ich will mal kurz ein bisschen an dir vorbeilaufen. Du bist ja auch wieder einfach nur ein Weißer, ne? Keine Silberne oder sowas erstmal. Ein Weißer, ja, aber ist trotzdem natürlich nicht einfach dann, das ist klar. Und du hast eine Lanze wieder. Aber Lanzen finde ich ja okay. Deswegen, das werden wir schon hinkriegen. So, zieh mal meine Waffe. Okay, und? Greift er mich an? Ach so, nee, okay, nee, das ist so. Wenn ich meine Waffe ziehe, greift er gar nicht unbedingt an. Er zieht einfach aus seine Waffe. Aber er greift gar nicht unbedingt an. Ach so, okay. Das ist interessant. Ja, ich gehe jetzt mal ein bisschen näher. Und dann wird er gleich wütend werden. Und mich angreifen wollen. Er hat halt auch schon mal seine Waffe gezogen. Ich ziehe sie auch wieder. Ja, okay, jetzt greift er an. Okay, alles klar. Gut. Aber kriegen wir schon hin, den Kampf, hoffe ich mal. So, am besten deine Rennattacke darfst du machen, genau. Ach, das war zu früh, verdammt. Schade. Ansonsten hätte ich gleich wieder von Anfang an schon den Zeitloop-Modus aktivieren können. Aber die Attacke ist ja auch sehr einfach. Und gleich draufkloppen mit dem Masterschwert. Okay, zerbrochen. Dann nehme ich gleich die nächste Waffe. Und zwar, ich werde mal kurz einfach das Chimären-Großschwert benutzen, bis es dann gleich zerbricht. So, braucht eh nicht mehr viele Schläge, wird dann gleich schon kaputt gehen wahrscheinlich. Erstmal der Flammenwurf, will ich vielleicht werfen? Ich werde es vielleicht werfen, das ist sogar echt das Beste vielleicht. So, und bam. Sehr schön, okay. So, dann als nächstes nehmen wir Königs Zweihänder hier meinetwegen. Königs Zweihänder, warum denn nicht? Ja, okay, besser. Ja, das ist wirklich eine sehr einfache Attacke. Also ich finde wirklich, der Lanzenleune ist der einfachste. Der ist sogar einfacher als mit Einhänder, finde ich. Also der ist echt kein Problem. So. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Bei der Attacke einfach wegrennen, dass er einen da nicht erwischen kann. Ja, Flammenwurf muss ich halt kurz ausweichen, aber das kriegen wir ja hin. So. Okay. Gut, dann darfst du wieder irgendeinen Angriff machen, mal lieber. Sehr gut. Ja, ist wie gesagt überhaupt kein Problem. Eventuell werde ich sogar gar keinen Schaden nehmen gegen den. Ja, obwohl ich meine, ich soll jetzt auch nicht hier zu arrogant und selbstsicher wirken, weil das kann dann ganz schnell in die Hose gehen, wie wir alle wissen. Aber mal gucken. Aber so schwierig ist der halt echt nicht, finde ich. So, wieder ausgewichen, sehr gut. Und wieder draufkloppen. Bam. Und bam. Und bam. Und kabam. Sehr gut, zerbricht auch gleich, aber ist in Ordnung. Noch ein bisschen mehr, okay.
Und wieder Flammen. Ich werde am besten das auch wieder gleich werfen, weil es ja eh gleich kaputt gehen wird. Und dann kann ich danach dann eine bessere Waffe nehmen. So, zack. Voll in die Fresse geworfen, sehr schön. Und dann als nächstes nehmen wir irgendeine Waffe, die vielleicht noch, oder halt die schon verbraucht ist. Wie den nächsten Königszweihänder einfach. Ich meine, die sind gar nicht mal so mega gut. Ich nehme mal den nächsten einfach gleich. Warum denn nicht? So. Und zack. Ja, das war zu früh leider, schade. Aber ich meine, der Attacke auszuweichen an sich ist wirklich sehr, sehr einfach. Also ich meine, von der Attacke getroffen zu werden, das kann ja eigentlich fast gar nicht passieren, so ungefähr. Weil ich meine, das Einzige, was da passieren kann, wie gerade eben gesehen, ist, dass man eben halt schon so früh ausweicht und man deswegen dann keinen Zeitlupenmodus bekommt. Das kann schon passieren. Es kommen auch noch Wölfe hinzu. Das kann schon passieren. Aber dass man da wirklich erst zu spät quasi wegspringt und man wirklich von der Attacke getroffen wird, das kann ja eigentlich fast gar nicht passieren, oder? Also da ist eigentlich wirklich fast gar keine Gefahr, finde ich. So, zack, erstmal wieder zu früh. Ja, das ist ein bisschen doof. Da muss ich auch das Timing ein bisschen mehr lernen, dass ich da häufiger noch den Zeitlupen-Modus bekomme. Aber trotzdem, so viel passieren kann da eigentlich nicht. Ja, geh weg. Also ja, diese, wie gesagt, die Lanzenleunen, die gehen eigentlich echt voll in Ordnung. Ich mache mal auch ein paar Pfeile vielleicht. So, ja, leider habe ich nicht benommen machen können. Das ist aber noch sehr schwierig, irgendwie den dann wirklich genauso zu treffen. Was? Ja, gerade eben sage ich es noch, dass man der Attacke ja eigentlich immer ausweichen kann. Und natürlich, dann wenige Sekunden später danach passiert's und ich kann da eben nicht ausweichen. Keine Ahnung, warum das jetzt passiert ist, wo ich da jetzt getroffen wurde von der. Irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, dass er auch gerade eben seine Lanze höher gehalten hat als ansonsten. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich sollte mich übrigens auch umziehen, fällt mir gerade auf. Wäre, glaube ich, auch keine verkehrte Idee. Vor allem natürlich das hier. Das hätte ich schon von Anfang an machen sollen, dass ich hier mehr Schaden reindrücken kann. Ja, irgendwie kriege ich jetzt aber den Zeitlupen-Modus nicht mehr, ne? Irgendwie bin ich jetzt hier schlecht. Ach du Scheiße. Ja, toll. Ich beschütze dich. Ja, dem konnte ich jetzt gar nicht ausweichen. Okay, das war jetzt fies. Ja gut, so mega einfach ist der jetzt mit Lanz ja auch wieder nicht, ne? Das ist schon richtig, aber trotzdem, er ist jetzt auch nicht so schwierig, muss ich auch wieder sagen. Okay, so, jetzt nochmal. Okay, der Angriff, das ist jeder einfachste. Sehr gut. Und wieder draufkloppen. Jetzt auch mit ein bisschen mehr Schaden. Wie gesagt, hätte ich gerade eben auch schon dran denken sollen, dass ich da die Barbarenmaske anziehen sollte. So, ich will es mal nochmal ihm aber in seinen Kopf reinschießen, dass ich wieder auf ihm reiten kann und schön drauf ihn draufballern kann. Sehr gut, das war ein Treffer. Okay, dann wieder drauf und ein bisschen draufboxen auf ihn. Das ist so cool. Yay, sehr schön. Okay, und einiges an, ja, einiges an extra Schaden gemacht und weg hier. Bam. So, dann kann ich nochmal treffen ihn, kann ich sogar ein bisschen. Okay, jetzt wird er wieder angreifen. Und zwar, was macht er? Okay. Sehr gut, das hat gepasst. Sehr schön. Und wieder draufkloppen. Und der Königszweihänder dürfte dann auch schon gleich kaputt gehen, würde ich mal schätzen. Ne? Weil den habe ich jetzt auch schon doch relativ lange hier benutzt. Aber er hält noch relativ gut durch. Aber ich glaube, der hatte ja auch Hyperkeit Plus, oder? Der, den ich gerade habe. Ich meine schon. Wieder die Attacke. Okay, jetzt macht er die Attacke gerne offenbar. Aber soll mir recht sein. So. Ich werde nochmal probieren, ihn zu treffen. Na, shit. Ja, okay, jetzt ist er gerade weggerannt. Aber fast schon. Und. Was? Warum hat er mich jetzt da getroffen? Aber warum hat er nur ein Herz Schaden auch gemacht? Irgendwie hatte ich jetzt auch gerade das Gefühl, dass er mich nicht mit der Spitze der Lanze, sondern eher mit dem Stiel der Lanze quasi getroffen hat. Mit dem Holzstück eben, wenn man so will. Und dass das vielleicht dementsprechend auch weniger Schaden gemacht hat. Also das kann offenbar passieren, dass da die Hitbox quasi so ein bisschen komisch ist und man dann deswegen nicht immer schafft auszuweichen. Weil das ist gerade eben offenbar passiert. Keine Ahnung. Aber die Attacke, okay, die Attacke wieder, die ist ja wie gesagt super easy. Also das ist die beste und einfachste Attacke von ihm. Oder halt im Prinzip von allen Leuten. Das ist ja auch ganz schön, dass diese Attacke wirklich alle Leuten einsetzen, egal was für eine Waffe sie haben, weil die eben auch alle einsetzen können. Und deswegen kann man da dann wirklich sehr, 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 sehr einfach den Zeitloop-Modus aktivieren und dann eben schön viel Schaden draufkloppen. Okay, das war wieder ein Treffer, sehr gut. Und könnte sogar jetzt schon ausreichen für ihn. Überlebt er das noch? Überlebt er sogar noch, okay, aber viele KP hat er nicht mehr. Also nach einmal Zeitloop-Modus, dann könnte es vielleicht das schon gewesen sein. Jetzt eventuell. Und ja! Ja, er ist tot. Okay. Und der Königszweihänder, den habe ich immer noch. Und der ist noch nicht mal im roten Bereich quasi, also kurz vorm Zerbröckeln. Der hat auch Hyperkeit Plus, ja. Aber trotzdem, das ist ziemlich heftig. Okay, so wieder einiges an Zeug für mich. Gut. Dann außerdem einen Chimärenbogen, den ich mitnehmen werde, und sogar eine neue Lanze, okay. Denn in einem der vorherigen Parts, wo wir auch häufiger mal gegen Leuen gekämpft haben, habe ich, Idiot, ja tatsächlich einige Bögen weggeworfen, um Platz zu machen für neue, obwohl ich da noch tausende freie Slots hatte. Ich muss mich da wirklich erst daran gewöhnen, dass ich ja total viele Bögen mittlerweile mitnehmen kann. Und ich meine, ich habe jetzt so viele Bögen schon dabei. Ich hab allein 4 Königsbögen dabei und Chimärenbögen habe ich 6 Stück dabei und noch einen antiken Bogen. Also damit kann ich dann ziemlich abgehen. Der hat auch Hyperkeit Plus oder die anderen haben noch mehr Stärke. Also ja, da kann ich jetzt dann ziemlich übertreiben auf jeden Fall. Und das hier ist, wie gesagt, eine neue Lanze,
Das wundert mich ehrlich gesagt, weil ist das nicht auch einfach... Ah ne, das ist eine Bestienlanze sogar nur. Okay, also schlechter als eine Chimärenlanze. Wir schauen sie aber trotzdem mal kurz an. Mit 20 Stärke und Haltbarkeit plus aber. Eine schärfere und noch schwere Leunenlanze. Gewöhnliche Hylianer können sie kaum hochheben, aber Leunen zerschmettern damit sogar Felsen. Okay, aber ist dann gar nicht mal so unendlich. Gut, ich meine, Lanze mit 20 ist schon gut auf jeden Fall. Aber haben wir auch schon Besseres gesehen, weil ich meine, die Chimärenlanze hat ja, glaube ich, 30 Angriff standardmäßig. Und das dann schon nochmal einiges besser. Aber na gut. So, jetzt bin ich... genau, hier waren wir jetzt gerade eben und hier haben wir dann so den Leunen getroffen. Und dann will ich mir jetzt eben weiter da in Richtung Süden, also in Richtung Schloss Hyrule vorwagen. Währenddessen noch ein paar von den Baumgruppen mir angucken. Und dann aber der Erinnerung immer näher kommen. Denn wie gesagt, ich möchte ja noch die Erinnerung in diesem Part wirklich ganz gerne sehen. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Und übrigens, ich habe gerade volle Herzen, deswegen... Ah ja, genau, stimmt. Ich wollte eigentlich mit dem Masterschwert das jetzt austesten. Aber das ist ja noch nicht wieder aufgeladen. Wie viel braucht denn das noch? Noch 4,5 Minuten. Ja, okay, also kurz bevor wir dann vielleicht bei der Erinnerung sind, wenn ich dann dran denke, werde ich das mal ausprobieren, ob ich mit dem Masterschwert da wirklich schon, wenn ich es eigentlich werfen will, etwas Tolles anstellen kann, wenn ich denn volle Herzen habe. Werden wir dann gleich noch sehen. Sondern das sind keine Leunen, das sind einfach nur Bockblins. Die lasse ich deswegen am Leben. Da habe ich jetzt keinen Bock, die zu bekämpfen. Oder aber das sind doch einfach Bockblins, ne? Genau, okay. Ne, die lassen wir dann. Auf die habe ich jetzt keinen Bock. Dann will ich lieber noch mir diese Hütte angucken. Denn bei der Hütte war ich... Ah doch, bei der Hütte war ich schon, weil hier ist nämlich ein Croc schon. Okay. Was ist denn das für eine? Hier ist das so. Ja, das kann sein, dass wir hier schon gewesen sind. Genau, wo ich nämlich vom Marita-Hügel hier wieder runtergegangen bin, da habe ich das hier nämlich schon gesehen, diesen Ort hier. Genau. Also passt alles. Okay. Aber warte mal kurz. Hier sind drei Bäume in einer Reihe. Mhm. Das sieht doch ganz gut aus. Da sind hier so drei Äpfel. Und hier sind sehr viel mehr. Ach du Scheiße. Und hier auch wieder. Oh Gott, das ist voll schwierig, das Rätsel. Weil an dem mittleren sind ja wirklich 1000 Äpfel. Ich muss erstmal den töten, weil der ist ansonsten mir zu sehr im Weg. Okay, stirb. So, jetzt lass mal kurz gucken. Hier unten sind zwei und dann noch so oben irgendwie. Ach so, nee, aber eigentlich... Hä? Eigentlich kann das gar nicht sein, weil dieser Baum hier hat nämlich da unten gar keinen Ast. So wie der hier oder auch wie der hier. Hä? Das ist doch kein Croc-Rätsel, die stehen doch in einer Reihe. Oder nicht? Ja, ja gut, die stehen nicht haargenau in einer Reihe. Kann man auch hier auf der Karte sehen. Das ist so ein kleines bisschen schief. Das stimmt schon, aber das ist trotzdem komisch. Hm. Vielleicht muss ich mir alle Äpfel von diesem Baum holen und dann kommt ein Croc? Das wäre aber irgendwie auch komisch, weil das war nicht bisher noch nie eine Rätselart von den Crocs, dass man sich... Na shit. Dass man sich alle Äpfel an einem Baum holen muss. Ich will jetzt auch mal mit Absicht den Baum nicht fällen, weil das eventuell dann nicht mehr zählt oder so. Aber, ne, ist aber auch Quatsch irgendwie, ne? Hm. Ich werde mal doch umnieten und mir einfach alle Äpfel holen. Vielleicht passiert dann irgendwas. Aber das ist schon komisch. Weil das ist sehr auffällig, finde ich. So, ich nehme jetzt mal einfach alle Äpfel mit, die hier rumliegen. Und dann gleich taucht ein Croc auf, oder wie? Ne, glaube ich eigentlich weniger. Hm. Das ist aber schon komisch. Ich meine, wie gesagt, die Bäume standen nicht perfekt in einer Reihe und auch die Abstände passen nicht, weil nämlich der Abstand zwischen diesen beiden Bäumen hier kleiner ist als der Abstand zwischen dem mittleren und diesem Baum da hinten. Das ist schon richtig. Aber trotzdem war das doch irgendwie auffällig, oder? Finde ich. Hm. Aber offenbar war da ja nichts. Naja, aber so schlimm ist es nicht. Aber wir haben auch so schon in diesem Part wieder relativ viele Crocs mitnehmen können, finde ich. Deswegen, ich kann mich da eigentlich nicht beschweren. Das passt eigentlich. Ja, okay. Gut. Dann auf geht's zur blau markierten Stelle, die eigentlich, wie gesagt, außerhalb des aktuellen Gebietes liegt, aber wenn wir schon hier ganz in der Nähe sind, was war eigentlich das für ein Ding? War das ein neues Ding? Warte mal kurz, kann sogar sein. Das sah nach einer neuen Libellenart aus. Finde ich von denen noch mehr hier? Ja, da ist nur ein Schmetterling. Das sind einfach Glutlibellen, oder? Ich glaube schon. Was, du bist doch drin. Warte, ich kann es doch gar nicht näher machen. Ja genau, Glutlibellen sind, die kennen wir schon zuhauf. Aber die eine Libelle gerade eben sah irgendwie anders aus. Finde ich von so einer nochmal eine hier irgendwo? Ne, offenbar nicht. Keine Ahnung. Ich meine, vielleicht war das auch gar keine Libelle. Das kann auch sein, dass es irgendwas anderes gewesen ist, was ich nur für eine Libelle hielt. Ich weiß nicht genau, aber irgendwas habe ich da gar gesehen, was anders aussah. Und was ich, glaube ich, auch noch nie gesehen habe, so. Bisher. Ich könnte mich aber auch täuschen. Das hier? Ne, das sind alles Blutlibellen, leider. Und die kennen wir schon zuhauf, wie gesagt. Da haben wir schon tausende. Lass mich in Ruhe. Da haben schon tausende von denen gefunden. Deswegen, ich habe keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Deswegen ist nichts Besonderes. Naja, ich werde mich auch hier in dem Gebiet nicht wirklich umsehen, weil wir das ja eigentlich erst später machen sollten. Aber ich will trotzdem mir eben die Erinnerung holen. Wenn sie denn hier zu finden ist, aber das sieht wirklich sehr, sehr stark danach aus. Ich werde es euch nochmal kurz zeigen. Ich spreche von diesem Foto hier,
Das sieht wirklich sehr, sehr stark danach aus, wie dieser Baum und dieser Busch daneben. Und hier der Blick auf Schloss Halbe, das muss es sein. Da wette ich eigentlich alles. Und? Ein bisschen weiter nach hinten vielleicht? Ja, hier ist es. Okay. Gut, dann wieder mal eine neue Erinnerung. Ich freue mich. Hier. Und hier, noch eine. Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen. Sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh. Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier, vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht. Oh, hey, guck mal hier! Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich herausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Ist schon! Okay. Das war also diese Erinnerung. Ja, die war auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil die nämlich zeigt, dass zwischen Link und Zelda nicht immer nur alles so ernst ablaufen muss. Das kann auch da ein bisschen freundlicher zwischen den beiden zugehen und auch ein bisschen spielerisch fast schon. Das fand ich sehr schön. Aber ja, übrigens, ich muss mal die blaue Markierung schnell wegmachen. Haut die jetzt ab? Ja, okay. Gut, haben wir gerade auf der Karte sehen können. Auf jeden Fall diese Erinnerung, wo ich eigentlich hin zurück? Hier so, ne? Genau. Diese Erinnerung, die kannte ich tatsächlich schon. Also gut, ganz kannte ich sie noch nicht, ich kannte sie nur stellenweise. Genauer gesagt kannte ich nur eine einzige Szene daraus, nämlich natürlich die Szene, wo sich Zelda so nach vorne beugt und dann nach der Kröte da greift. Denn die wurde natürlich schon überall im Internet von jedem Idioten geteilt, weil da Link einen ganz guten Ausblick auf ihren Hintern hat, ja. Und das finde ich sogar ehrlich gesagt fast ein bisschen schade, dass dadurch diese Erinnerung so ein bisschen versaut wurde, im wahrsten Sinne des Wortes sogar versaut wurde. Weil, ich meine, wie gesagt, diese Erinnerung zeigt wirklich, das Verhältnis zwischen Link und Zelda, und jetzt nicht Verhältnis im Sinne von, dass sie zusammen sind, sondern halt, wie sie sich in der Gegenwart des jeweils anderen verhalten, dass das auf jeden Fall nicht die ganze Zeit eben so ernst zugehen muss, sondern dass es wirklich auch ein bisschen spielerisch und einfach nur schön sein kann zwischen denen, dass sie auch gemeinsam ein bisschen Spaß einfach nur haben können. Und das wird halt dann durch diese Szene da nicht ganz so gut gezeigt dann quasi, weil halt jetzt jeder diese Erinnerung nur deswegen in Erinnerung hält, weil man da einen guten Ausblick auf Zeldas Hintern hatte, so ungefähr, versteht ihr? Und ich meine, ich will da jetzt auch nicht so prüde rüberkommen oder so, weil ich bin ja an sich auch nicht gegen Fanservice in Videospielen oder auch in anderen Medien oder sowas, da habe ich ja nichts dagegen. Ich finde es so ein bisschen schade, wenn eigentlich solche schönen Szenen, wo halt die Persönlichkeiten der Charaktere wirklich schön zum Tragen kommen, wenn die halt dann überschattet werden von so etwas. Weil wie gesagt, da wird halt jeder Einzelne jetzt daran denken, nur so ungefähr, und niemand wird die Erinnerung deswegen in Erinnerung behalten, weil da halt wirklich nochmal das Verhältnis zwischen Zelda und Link nochmal weiter gekräftigt wurde, weil sie eben auch spielerisch und spaßig miteinander umgehen können. Und das finde ich halt da irgendwie ein bisschen schade, weil wie gesagt, die kann ich eben auch schon, diese Szene, weil ich halt, oder halt die Erinnerung, also die ganze kann ich nicht. Ich kann nur diese eine Szene, wo sie sich so nach vorne birgt. und ja, ne, das wollte ich nochmal kurz dazu sagen. Aber na gut, ist jetzt auch nicht so schlimm natürlich. Ich meine, Nintendo muss sich das ja auch schon damals, als sie die Erinnerung so entworfen haben und das Zelda gezeichnet haben, müssen die sich ja auch schon das gedacht haben, dass da wahrscheinlich viele Leute vor allem so im Internet ausrasten werden, so ungefähr. So ist das Internet eben. Das müssen die sich eigentlich schon gedacht haben damals. Ich glaube, vielleicht haben sie es sogar auch mit Absicht gemacht, keine Ahnung, weiß nicht, aber na gut. Ja, auf jeden Fall will ich dann erstmal sagen, Leute, was ist hier für diese Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim nächsten Mal
Wird es dann weitergehen hier, wenn wir noch diesen Weg hier entlang gehen werden, hier auf der Ulmo-Anhöhe? Da sind ja auch noch einige weitere Bäume, die wir uns dann noch angucken wollen, weil ich meine, das war eigentlich relativ erfolgreich, was wir hier in der Ebene alles mitgenommen haben. Wir können mal kurz ranzoomen und können sehen, dass wir bei den allermeisten Baumgruppen auch tatsächlich irgendwo Crocs oder sowas gefunden haben. Also hier waren wir wirklich relativ gründlich, was die Croc-Ausbeute angeht. Wir haben bestimmt immer noch einige verpasst, das kann ich mir durchaus vorstellen. Hier zum Beispiel habe ich gar keine gefunden. Und es kann durchaus sein, dass hier irgendwo einer war, den ich halt nicht gesehen habe, keine Ahnung, aber ansonsten können wir sehen, haben wir wirklich relativ viele Crocs mitnehmen können. Und hoffentlich wird es dann aber am nächsten Mal hier auf der Ulmer Anhöhe so weitergehen, dass wir da auch wieder fündig werden und dort einiges eben entdecken können. Ich bin schon gespannt. Okay. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.